Ja, hallo liebe Leute, ich habe ein neues Spiel gefunden. Das nennt sich Patterns. Nein, es ist kein Minecraft-Klon, obwohl es genauso aussieht, abgesehen von dem, dass alles aus Dreiecken besteht anstatt aus Quadern. Wie ihr hier unten seht, habe ich hier verschiedene geometrische Formen. Was es damit auf sich hat, werde ich euch sofort zeigen. So. Wunderbar. Raus hier an die frische Luft. Ja, wunderbar. Also, es gibt natürlich auch verschiedene Materialien. Ich habe jetzt zum Beispiel Bone Stone eingesammelt. Das hier ist Moos. Das ist eine grüne Fläche. Bisschen Erde und Steine. Na, warum kann ich das nicht abbauen? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das Besondere ist, bei Minecraft hat man ja diese typischen Quader, wie jetzt hier. Allerdings kann man in diesem Spiel auch ganz andere Formen kreieren, wie zum Beispiel, na, was haben wir denn? Das ist ein bisschen zu groß jetzt. Ja, zum Beispiel das Rad hier. Also, Rad, Zylinder, wie man es nehmen will. Und diese Form kann man sich selbst erstellen, indem man hier auf Craft geht. Allerdings habe ich so viel geometrische Formen schon ausprobiert und getestet, dass es jetzt ein wenig schwierig wird, eine neue zu kreieren. Aber ich zeige euch trotzdem mal, wie das aussieht. Da gibt es eine kleine Meldung, dass wir das schon entdeckt haben. Aber mir geht es jetzt hier nur um das reine Prinzip, wie man sowas überhaupt. Obwohl, vielleicht kann ich doch noch was Neues bauen. Ich habe mir das noch nicht. Na, probieren wir es mal aus. Na, runter mit dir. Wunderbar. Du kommst jetzt mal hier an die. Ne, geht leider nicht. Probieren wir das aus. Ja, auf jeden Fall baue ich jetzt hier gerade eine neue Form. Und wenn das Programm es erkannt hat, gibt es dann ein schönes. Hoppla. Geräusch, was uns weiß machen möchte, dass das Programm es akzeptiert hat und wir dies als Werkzeug verwenden können. Ja, wir haben schon diese Form hier, Prism, ein Prisma. Das ist das hier, glaube ich. Ich hole es nochmal einfach in die Leiste rein, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Na, dann sollte es auch bauen. Ach genau, das wollte ich euch noch zeigen. Wenn man Rechtsklick macht, kann man halt, hat man so ein Untermenü, hier kann man bauen, kann man drehen die Sache. Und das Coolste finde ich noch, man kann es dann auch bewegen wieder. Moment, da. Selektieren erst. Ups. Zack. Achso, okay, jetzt hab's verstanden. Jetzt kann man bewegen. Und das ist zum Beispiel bei Minecraft ja auch nicht der Fall. Also es ist ein sehr, sehr nettes Spiel. Man hat sehr viele kreative Möglichkeiten. Und es gibt noch ein paar Unterschiede. Wir bauen jetzt mal kurz eine Brücke à la Minecraft. Damit wir hier fix rüberkommen. Klack, klack, klack. Oh, das wollte ich sagen. Uiuiui. Das wollte ich eigentlich gleich demonstrieren. Es gibt Physik. Wenn man etwas falsch baut, dann bricht es zusammen, weil es die Statik. Sozusagen die Statik halt instabil ist. Autsch. Und wir können auch zerbröseln, wie ich gerade sehe. Verdammt. Ich würde sagen, das war ein richtiges Epic-Fail. Nochmal, weil es so schön war. Das machen wir mal mit. Wunderbar. Na, nicht so hektisch. Streckt sich ganz zurück. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Kein Material mehr, super. Na, ob das was wird? Na, ich wusste es. Gib mal wieder Material, wieder wenigstens her. Kein Monster Stein hier noch. Gibt es mich auch Unterschiede bezüglich der Materialien? Her damit. Her damit. Wunderbar. Stein. So, jetzt aber bitte. Die drei. Klatsch, klatsch, klatsch.
Okay, weil es auch vier Flächen hat, hat man natürlich auch mehr Materialverschleiß. Teil damit. So, warum man das hier eigentlich abbauen kann. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Müsste ich mich mal schlau machen, woran das liegt. Zack, zack. Na komm, das schaffen wir wohl mit dem Sprung. Und rüber da. Ich wollte jetzt eigentlich euch daran demonstrieren, an diesem schönen... Obla. Säule. Na, mach es aber trotzdem jetzt mal. Da habt ihr wenigstens ein bisschen Action in dem Spiel. Zerstörung. Ich hab schon gedacht, das hat den Kipp auf meinen Kopf. Zerstörung. Yay. Komm. Mach ab. Kipp um. Na, noch ein Stückchen. Jetzt aber. Und. Baum. Schade, eigentlich müsste das jetzt eigentlich auch zusammenbrechen. Na, mal abwarten, was die neuen Updates uns noch bringen werden. Jetzt wollte ich mal nach ein bisschen Material Ausschau halten, weil ich euch mal das Crafting-System demonstrieren möchte. Na, wo haben wir denn? Ist das hier Clay? Weil Clay brauchen wir. Ne, das ist... Ne, das ist soll. Ja, da haben wir Clay. Ganz viel Clay. Super. Oh, genau, das muss ich euch auch mal demonstrieren. Hier sind... Okay. Das ist Moonstone. Dieses Material hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn man es abbaut, bekommt man... mal gucken. Ein bisschen schöneres. Das habe ich zum Beispiel noch nicht, genau. Das holen wir uns jetzt mal. Wie komme ich da rüber, ohne mich zu töten? Ich mal hier rüber. Oh. Also das Spiel ist echt noch leicht buggy. Leicht ist mal wesentlich untertrieben. Weil das Spiel ist ja auch noch in der frühen Alpha-Phase. Also Augen zu drücken bitte. Jetzt bin ich fast drüben. Ich habe zwar meinen Clay gefunden, aber ich kann noch mehr. Ah. Was haben wir denn noch? Oh, das mal. Hab hier hoch und hoch und hoch und rüber. Jetzt ganz schnell, bevor das hier zusammenbricht. Ja, hier. Das Material, das ist das sogenannte Mond. Material. Das Besondere ist, ich zeig's euch, ich baue es mal ab. Oh, verdammt. Das hat nicht geklappt, wie ich es wollte. Naja, auf jeden Fall, wenn man es abbaut, die gegebene Form, die man gesehen hat, die wird dann übertragen. Ah, da habe ich noch einen gesehen, den ich noch nicht habe. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rüberkommen, ohne uns Knick zu brechen. Na komm, machen wir wieder ein auf. So, jetzt bauen wir dich ab. Habe ich dich auch schon gebaut? Hammer hat. Naja gut. Auf jeden Fall, das Teil, was man abbaut, dann bekommt man halt eine neue Form und kann mit dieser dann auch bauen. Jetzt zeige ich euch mal das Crafting-System, das ist mich wesentlich interessanter. Bei Minecraft ist es ja so, dass man ein Crafting Table hat und darin die ganzen Sachen baut. Ja, und hier sieht es ein wenig anders aus. Die greife ich mir jetzt auch. So. Ich brauche dazu Pyramide und spitze Pyramide. Hier haben wir das Crafting Teil. Habe ich die schon drin? Ja, die habe ich schon drin. Gut. Also, wir brauchen Clay. Das habe ich schon. Habe ich schon Clay? Ach nee, doch da. Clay. Aber 16, die reichen, denke ich mal nicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen rein. Helmet. 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 Und Helmet. Also den dicken Brocken haben wir uns auch noch mit. Ah, da sind noch Bäume, die brauchen wir auch. Gehen wir mit Soul mal rüber. Das ist eh
nicht gerade. Oh, verdammt. Ja, ja, die fiese Statik. Wir sind nicht bei Minecraft, Trixie. Wir sind nicht bei Minecraft. Hm. Dann machen wir's. Ah, ja, ja. Da holen wir ein vernünftiges Bone Stone. Das wird er wohl hinhauen, Bone Stone. Das wirst du wohl schaffen. Klack, klack, klack. Ja, wunderbar. Her mit dem Holz. Oh. Und tschüss. Ah, ne, ich kann es auch abbauen. Hopp, her damit, her damit. Brauchst das Holz? Danke. Und rüber wieder. So, was ich euch jetzt eigentlich zeigen wollte, war folgendes. Ich wollte jetzt einen Brennofen bauen. Dazu brauchen wir 4 Pyramiden. Voila. Dann setzen wir einmal hier ein Dreieck hin und hier ein Dreieck hin und hier ein Dreieck. Jetzt kommt das Schwierige. Wie man sieht, ich halte jetzt die linke Maustaste gedrückt, passt es nicht. Unten links in der Leiste sieht man WASD zum Drehen. Das machen wir jetzt mal. Na, gucken wir mal, wie drehen wir dich, dass du da reinpasst. So, dann lass ich los. Klack, klack, und das Spiel erkennt, wir haben einen Ofen gebaut. Und was sagt uns das? Wir können den Lehm holen und den natürlich brennen, wie bei Minecraft. Klicken wir mal rein. Dann tun wir mal hier ein bisschen Clay rein. Ah, wir haben kein Holz. Verdammt. Obwohl, vielleicht läuft das so ab, dass ich hier oben auswählen muss. Ja. So, jetzt habe ich hier mal ein Holz reingetan und es brennt, wie ihr seht. Und hier oben, da wird das dann deponiert. Dann greifen wir uns das mal. Ja, damit. So sehen die Teile dann aus. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ach, wir haben viel zu wenig. Hm, hol ich noch ein bisschen Holz. Haben wir genügend Bäumchen hier rüben. Und haben wir noch 17. Das könnte knapp. Nein! Ach verdammt, du blöder Soulstone. Ah! Nochmal. Da kam komisch gerade mit. Das brauchen wir. Her damit, her damit. So. Rüber da. Und was ich euch. Ach, können wir auch mitnehmen. Moonstone brauche ich auch gleich für Demonstrationszwecken. Es gibt nämlich noch mehr Rezepte. Es sind zwar eine sehr überschaubare Anzahl noch, weil ist halt Alpha, ich glaube die zweite Version gerade mal. Aber es sind schon recht spaßige Sachen dabei. Ich kann mich mal genügend Material ein, damit es irgendwie jetzt nicht wieder knapp wird hier. Damit. So. Wunderbar. Ausgezeichnet. Wie manche Leute sagen würden. Holz. Holzbomber. Holzer, Holzer. Ach genau, das wollte ich auch nochmal zeigen. Kommen wir hier hoch. Wie ihr bemerkt habt, hat dieses Material auch seine gewissen Eigenschaften. Was ich zum Beispiel Sand ist instabiler als Holz. Holz ist wiederum instabiler als Stein und so weiter und so fort. So ist es auch bei den Blättern. Wenn ich hier drauf hüpfe, zerfallen die. Da. Das ist auch eine nette Sache, dass man daran gedacht hat. Auf jeden Fall ist es ein weitaus ausgereifteres Minecraft, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir ja genügend, also mal hier reinklicken. Ohne Objekt. So, wir brauchen was war denn? Holz, verdammt. Erstmal packen wir hier ein bisschen mehr rein. Na. War das nicht cool? Ah, wunderbar. Machen wir mal alles hier drin. 26. Jetzt muss ich nur gucken, wo Holz ist. Ich kann das leider farblich noch nicht so wirklich unterscheiden. Ja, wunderbar. Schön. Brennen. Output.
Ja, wie gesagt, das wird hier oben in der Spitze gelagert. Man kann natürlich auch anders hingehen oder man schaut zu. Aber wir latschen jetzt mal weiter. Mit Zeit, bis das hier fertig ist. Oh Mann, ich will am liebsten das komplette Gebilde jetzt stören. Ah. Hm, wo haben wir denn hier? Was ich. Ach, ich hab schon gedacht, ich wäre schon wieder tot. Oh, Trixi, passt doch mal ein wenig mehr auf. Komm, holen wir jetzt mal mit. Wie viel sind das? Na komm, holen wir mit. Kein Schaden. So, sicher ich hier weg. Wo haben wir denn hier das Material, was ich suche? Boah, sehe ich erstmal nichts mehr. Ach ja, genau. Mit Rechtsklick, wenn man was in der Hand hat. Mensch, bauen wir mal. Na komm, holen wir mal hier die Steinchen, die wir da gemacht haben, gerade eben. Ja, holen wir das. Kann man. Moment, mach mal jetzt. Bauen wir eins. Mach Rechtsklick drauf. So hat man ein Untermenü. Das, da kann man wieder drehen, selektieren. Und das Schönste ist, man kann es auch bewegen noch hier. Dass man beim Minecraft hier überhaupt nicht machen kann. Ist auch sehr fein. Finde ich zumindest. So, jetzt bauen wir uns aber erstmal eine Brücke. Bild. Klack. Ah, das war natürlich jetzt eine epische Brücke. Also, Respekt, Trixi. Was haben wir denn am meisten? Oh, Bone Stone. Her damit. Müssen wir mal uns hier rüber bauen. So. Wie machen wir das am besten? Moment mal. Ich hab eine Idee. Das wird hoffentlich auch mal vereinfacht. Dass man nicht einfach, dass man immer erstmal in so einen Ansatzpunkt finden muss. Das ist auch. Halleluja. Oh. Also ich merke, das Spiel bringt mich noch zum Herzinfarkt. Verdammtes Spiel. So, wir haben noch mehr Clay. Ich will aber kein Clay. Ich möchte was ganz anderes haben. Ich möchte nämlich Schwefel finden. Nur wo gibt's hier Schwefel? Ah, da ist Schwefel. Wie komme ich jetzt am besten hin? Ohne großen Aufwand. Ich cheate mich durch die Welt. Hab ich das eben gesehen? Hä? Hm, ich ist total verpeilt. Moment mal hier hoch. Na, wir müssen jetzt mal hier rüber irgendwie kommen, aber wie? Wie verflucht? Wir haben die jetzt hier gebaut. Dreiecke, immer Dreiecke. Okay, dann machen wir das auch. Dann bauen wir euch nach. Damit schon nicht. Kommt erstmal. Mit so ein Dreieck erstmal dran. Ja, wunderbar. Und jetzt wieder so ein Dreieck. Ja, wunderbar. Schön. So geht das also. Okay. Dann bauen wir es mal hier rüber. Aber vorher machen wir hier wieder weiter, bevor das Teil wieder zusammenbricht. Da habe ich überhaupt keinen. Ups. Das war falsch. Da habe ich mich überhaupt keine Lust drauf, dass mir das mit den Füßen wegbricht. Also bauen wir mal ordentlich. Wie? Nein. Boah, es ist gar nicht so einfach, dass ich das geometrisch vorzustellen, obwohl ich eigentlich gerade selbst Grafiker bin. 3D-Grafiker, um genau zu sein. Aber mein Problem ist, ich arbeite nicht mit Dreiecken, sondern mit Quads. Okay, der müsste eigentlich rein theoretisch sein. Das dahin. Oh, das ist ein Gepiddel. Aber es wird solide gebaut. Hoppala. Wieder mit. So, wieder rüber, dann wieder den da dran und wieder den dran, dann wieder den, dann den. Den und den. Ah, das war drüben. Coole Sache.
Wunderbar, und rüber hier und rüber hier. Wo habe ich diese Berge denn gesehen gehabt? Waren die hier oben? Gucken wir mal nach. Oh, hier leckt es ein bisschen, habe ich den Eindruck. Moment, ich gehe mal hier hoch. Ach, da oben haben wir noch ein Objekt. Haben wir das schon? Ja, hatten wir auch schon. Den da hinten, den da, haben wir den schon gehabt? Na, kriege ich dich auch so? Oh. Hatten wir auch schon. Ich suche Schwefel. Ich möchte euch mal zeigen, was man noch so craften kann. Ach, ich habe eine Idee. Ich springe mich mal gerade um. So zwar nicht, aber das ist das Interessante. Wenn ich sage, ich springe mich um, bringe ich mich nicht um. Und wenn ich sage, wenn ich mich, ich meinte, Verzeihung, ich meinte, wenn ich sage, ich bringe mich jetzt nicht um, dann bringe ich mich um und andersrum. Erstmal in die Pyramide reinzoomen, damit man auch was sieht. Wie ich ja gesagt habe, ich habe schon ein bisschen erforscht die Umgebung und soweit ich mich dran erinnere, müssten. Moment. Ich glaube, hier rüber war das. Oh je, Orientierung, Trixie. Das wird wieder ein Fiasko, sage ich euch. Da waren wir zwar eben, aber ich will mich jetzt mal hier von hier aus orientieren. Hier rüber, dann hier hoch. Dann jumpen wir hier einfach stumpf rüber. Ach, hier gibt's sogar Eis. Eis, Eis, Eis. Ach, hier ist ein Objekt. Da kann ich es euch demonstrieren. So ein Objekt habe ich, glaube ich, schon nicht gebaut. Das ist viel zu kompliziert. Kompaliziert. Da, jetzt habe ich einen Beweis. Ha! Jetzt habe ich dieses Objekt und kann das natürlich auch platzieren. Wenn man noch genügend hat. Natürlich habe ich nicht genügend. Wovon habe ich nie genügend? Ach komm, bauen wir ein bisschen Eis ab. Zack, 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 zack. Geht doch schön fix. Her damit, her damit. So. Ich denke mal, das reicht. Und tada, haben wir das Objekt. Was gibt das eigentlich? War das dann? Okay, da kann man nicht reintitschen. Ah, sieht da cool aus. Naja, war schon ein Puzzle. Schnell auseinander. Ah, hier haben wir es mal wieder. Yippie, yippie. Her damit. Das ist ein Schwefel. Damit kann man was ganz, ganz Feines bauen. Ja, damit dem Schwefel. Ist das noch Schwefel? Brimstone. Jo, das ist Schwefel. Ja, damit. So. Folgendes. Gehen wir mal hier hin. Obwohl, warte mal. Probiere ich gleich mein Experiment aus. Obwohl, probiere ich jetzt aus. Das jetzt, ob ich das vielleicht hinkriege. Ein Eisblock brauchen wir. Wir brauchen eine Sp Bitte. Ach, das ist doch, das ist kein Eis. Verdammt, das ist Eis. Das ist Eis. So. Ja, ich möchte Eis. Danke. Oh, ist geil mit den Schatten auch und den Wolken, dass sie so Schatten werfen und die Vögel, der Wind. Ach, cool. Aber das brauchen wir und Moonstone brauchen wir. Ich hoffe, das ist richtig. Aber wir sehen es jetzt. Ja, ist richtig. Wir haben eine Eisbombe kreiert. Wir haben jetzt die Umgebung geändert. Mal gucken, ob das auch mit Wiese geht. Das probiere ich jetzt mal aus. Oder Moos. Gehen wir das mal aus hier. Setzen wir mal hier. Ups. Setzen wir mal das Teil dahin. Mal gucken. Zack. Und dann mit den dran und wieder ein Moonstone. Den benötigen wir als sozusagen als Zünder. Ne, das geht nicht. Aber ich weiß, was geht. Dafür habe ich das Schwefel geholt. Wo wir hin müssen damit. Ach komm, ist ja egal. Die Umgebung wird eh wieder gelöscht von mir.
Das brauchen wir, das brauchen wir und einen Zünder, den wir falsch platziert haben. Barz, das sah schmerzvoll aus. Ist aber ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wenn ihr wollt, können wir da auch eigene Projekte mal starten. Ihr könnt mir in die Kommentare mal schreiben, was ihr gerne mal sehen wollt, was ich bauen soll. Und ich werde es dann umsetzen in diesem Spiel. Wenn neue Updates kommen, werde ich euch auch Bescheid geben. Aber wir sind noch nicht durch. In der nächsten Folge wollte ich euch die anderen Rezepte mal zeigen. Oh ja. Soll man jetzt eine bauen? Ach komm, wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme aus dem Kopf. Wir probieren es mal aus. Ich weiß nicht, ob es mit Jasper war. Wir probieren es einfach mal aus. Ne, Jasper war es auf keinen Fall. Boah. Ja, wie man merkt, je nach Material dauert es auch länger zum Abbauen. Bandstone. Sandstone. Ich glaube, Rubble war's. Rubble? Dann die Rubble-Spitze hier. Hoppla. Das war die falsche. Na. Danke. Und einen Zünder brauchen wir. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß es nicht. Ne, war falsch. Ich brauche mal zwei. Bubble. Ups. So. Was man das nur so macht. Auch nicht. So vielleicht. Schade, ich wollte euch mal eine Rakete zeigen, aber ich hab's leider nicht im Kopf. Werde ich dann in der nächsten Folge euch demonstrieren. Ach, da oben ist noch ein Material aus dem Ammel. Hab ich das schon so optisch gemacht? Ja, wir können ja mal ein Erkundungs... Ups. Einzoomen. Wir können ja mal eine Erkundungstour machen. Ich muss mal kurz mal hier raus. Auf die Port. Zack, zack. Ach, verdammt, das auch noch. So. Was war denn da oben? Das will ich jetzt wissen. Hopp. Na. Eicheholz, Eiche. So. Wo war das jetzt? Da oben. Da müssen wir mal hin. Ich denke mir mal, in der nächsten Folge werden wir einfach mal hier oben den Punkt besuchen. Mal gucken, was das ist. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel wie mir. Weil es ist eine richtig schöne kreative Wiese. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Trixie. Ciao, ciao. Ach ja, genau. Und ich werde euch natürlich auch die Raketen zeigen. In der nächsten Folge. Versprochen. Bis dann. Ciao.